Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Might and Magic 9. Und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt scheinbar doch die komischen fünf Schwerter gesammelt, wenn ich jetzt ins Spiel wieder reinkäme. Na komm, lad es bitte. Ja, denn er sagt mir, ich habe die Schwerter jetzt eingesammelt. Euch sei vergeben, da draußen ist ein flammendes Inferno, geht hier durch, um wiedergeboren zu werden. Auf geht's. Ja, das machen wir auch. Und bevor ich es mache, speichere ich mal ab. Und dann erkläre ich euch gerade nochmal, was denn eigentlich passiert ist. Wieso ich plötzlich dann doch die Schwerter habe. Das war jetzt eigentlich nur ein Test, was ich gemacht habe. Aber erstaunlicherweise hat das wohl geklappt. Also, ich war nämlich da hinten. Ja, okay, da sind die schon wieder am Kämpfen. Da, wo die ganzen Toten liegen. Und habe dort einfach nur alle möglichen Schwerter angeklickt. Er hat mir keine Einges zum Einsammeln gezeigt und so weiter. Ich habe einfach alles Mögliche an Schwertern dort angeklickt. Ja gut, es ist nichts weiter bei passiert und ja, schade. Also, dann bin ich hier rüber und wunder die Wunden, ich habe dann die Quest erfüllt gehabt. Also, ich muss ehrlich sagen, es ist sonderbar. So, wo ist jetzt ein Gegner, der mich angreifen will? Ihr da? Wollt ihr mich angreifen? Komm, lass mich in Ruhe. Der ist jetzt hin. So. Dich nehmen wir auch noch. Dich nehmen wir auch noch. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Ja. Wir werden euch schon umhauen jetzt. So. Irgendeiner ist da noch? Da ist er. Komm. So, und die letzte hauen wir auch noch um. Scheinbar kommen die eh immer wieder. Die kommen immer wieder, wenn man, wenn man sie nicht direkt umnietet. Und da ich, glaube ich, zu weit weggegangen bin, habe ich die, sind die Schätze natürlich weg. Okay, schade. Ja genau, und jetzt kannst du mal sehen, ich bin hier lang und hier waren die Toten und so und dementsprechend, hier sind auch die Jarls dabei, habe ich sie alle, habe ich alle Schwerter einfach mal angeklickt. So, jetzt holen wir mal unsere Freunde zurück. So. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Seelentrinker. Großmeister geschupptes Leder. Ach, ist alles nicht der Rede wert. Und ich habe auch noch. Ach so, hat eine Schriftrolle des Auferstehens. Gut, haben auch alle noch die ganzen Gegenstände. Wunderbar. Und sicher ist sicher. Wir speichern ab. In diesem Buggy-Spiel kann man sich nie sicher sein, muss man echt sagen. So, jetzt müssen wir durch dieses Feuer gehen. Und jetzt sind wir hier zurück. Und jetzt haben wir die Prüfung von ihm bestanden. Seid gegrüßt. Wir haben vorher eure Buße getan. Ich muss zugeben, ich hatte wenig Vertrauen in euch. Aber die sechs Feuer brennen. Also gut, ihr dürft eure Soldaten in eure Welt zurückführen. Danke. Ich muss euch jedoch warnen. Sollten sie wieder sterben, werde ich sie behalten. Ihr Anführer Sven Forkbert wartet auf euch vor den Toren von Hallenhalt. Lebt wohl. Okay, gut. Damit haben wir das. Wer ist das hier? Wer steht hier vor Kron? Ah, entschuldigt die Störung. Seid bloß vorsichtig, Sterbliche. Okay, das ist Kron. So, was haben wir Seid hier? gesegnet, meine Was wurde aus Kinder. Handelsspeer? Gung hier? Zum Glück weiß Kron dafür nicht. Dafür wird der Handel streng bestraft, wo er ist.
Zeitrechnung ist er vor 800 Jahren. Eine Soldatentruppe im Osonischen Reich hat es gefunden und zu ihrem Lager im Westen des Landes gebracht. Das jetzt steht hier dann im Westen des Landes. Meint ihr Thronheim? Das war bevor dieser Narr für Hoffen die geografische Beschaffenheit verändert hat. Wer weiß, wo diese Ruinen jetzt stehen. Aha. Also bei Thronheim, okay. Gern geschehen. Kinder, lebt wohl. So, ich habe ja noch zwei weitere Quests hier, ne? Sprech mit Sven, das ist das nächste. Stehlt den goldenen Honk. Genau. Findet Gungir. Diesen Handel hat seinen Speer genannt. Gungir verloren. Findet diesen und liefert ihn bei mir ab. Also es gibt noch mehr Quests hier in der Gegend, ne? Was ist das hier? Da ist die Ente. Was ist das? Erstanden von Fred zum Preis von 5000 Gold. Eine Kaisergans. Haselgarter Haustierart. Ja, diese Gans ist Honk. Okay, also jetzt dürfen wir unsere Armee zurückholen, aber es gibt ja noch weitere Aufgaben und Quests hier. So, wir reisen nach Aslegard zurück. Da gab es ja noch mehr. Frey wollte, dass wir die... Wer bist du? Ich grüße euch, Freunde. Ah, das ist Sven. Was kann ich für euch tun? Schön, euch zu sehen. Ja, es ist schön, hier zu sein. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Nachdem wir niedergemetzelt wurden, dreht Tamulengs Armee nach Norden ab und ist in diesem Augenblick dabei, Frosgard anzugreifen. Stellt die Armee auf. Wir brechen sofort nach Frosgard auf. Ich werde persönlich dafür sorgen. Wir sehen uns dort. Okay, also der ist dann auch erledigt. Stehlt den goldenen Honk. Geht zum Tempel in Honk in Gubberland. Stehlt dort den goldenen Honk. Das machen wir. Führt die Armee der Toten zum Beldonischen. Findet Gungir. Aber da war doch noch mehr. Also. Komisch. War da nicht noch deutlich mehr? Ich muss erstmal mein Handelsschmuckstück aus benutzen. So. Seht euch um. So, damit wir jetzt ordentlich was zum Verkaufen haben. Pure Treffsicherheit. Fügt 20 Treffsicherheit hinzu. 4600. Tötender Trank. Okay, pure Treffsicherheit. 4600, ja. Haben wir sonst noch schwarze Tränke hier? Nee, ne? Gut, nehmen wir auch nochmal mit. Wer braucht noch Treffsicherheit? Du hast nur 26, 47. Okay, also kriegst du den wirklich, ne? Ja, dann kriegst du den. So, jetzt hast du 46, 47, 55. Okay, die letzte Treffsicherheit kriegst du. Seht euch um. Gut. Speichern. 86 war schon richtige Nummer. So, und jetzt suchen wir mal die Trainingshalle auf. Die war ja auch hier, genau.
So, jetzt ist die Frage, wer braucht eigentlich jetzt noch irgendwelche Punkte, ne? Du kannst noch in der Wahrnehmung. Ah, du könntest noch, damit du. Ach nee, du Wahrnehmung kannst du eh nur Gold. Ach, kannst du eh nur so werden, okay. Körpertraining, Gold. Rüstung. Kannst du eh nur Gold werden. Der könnte zwar noch die Sachen noch haben, aber das ist egal. Waffenkunde 6. Ja, du kannst eh nicht auf höher gehen, ne? Hiebwaffen, Bogen. Licht. 11, 12 geistig. Elementar hast du 13 hier und Licht hast du 11. Ich glaube, ich habe auch echt nichts, wo ich noch verbessern sollte. Meine Bosch könnte natürlich bei Wurfwaffen und Hiebwaffen besser werden. Rüstung und so weiter. 4, 95. Das wird doppelt zur Rüstungsklasse hinzugezählt. Ja gut, wir gehen erstmal hin. Komm. Sucht ihr Ausbildung? Ja. Oh, der ist aber. Der ist echt günstig. Die anderen nicht, ne? Ich bin doch kein Goldesel. Gut. Also den habe ich zumindest schon mal zweimal jetzt gemacht, den Handelsding. Jetzt hat er 20 Punkte wieder, ne? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür die 20 Punkte ausgeben soll. Vielleicht wirklich zum Handeln, dass der nochmal noch bessere Preise macht, damit wir insgesamt mehr Geld kriegen, um besser voranzukommen hier. Um Paladin auf Großmeister. Ja, handeln kann er ja auf Großmeister, ne? 9. Damit haben wir Handeln jetzt auf. Ja, bisher auf. Ja, gut. Haben wir Handeln auf 9 gebracht. Noch einen. Dann ist Handeln auf 10. Dann haben wir auf Großmeister. Dann sollte ich danach auch im Geld noch weiter schwimmen. Ne? Gut.
So, ich kann ja hier wieder zurück, ne? Das heißt, ich muss hier ja gar nicht bleiben, ne? Das heißt, wir gucken mal da nach Gubberland, wo dieser Stadtportal, Gubberland. Wo dieser Tempel der Honkisten ist, ne? Und wir müssen daraus was stehlen, ne? Ja. Das müssen wir machen, damit Vree uns hilft, ne? Und dann müssen wir noch diese komische Waffe finden. Die es in Thronheim gibt oder in Drosgard, ja? So, war das hier der Tempel? Das könnte der Tempel gewesen sein. Wie dem auch sei, wir latschen einfach mal rüber. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Der ist jetzt hin. Lass mich in Ruhe. Ich brauche nichts anderes Besonderes mehr. Und ich muss, glaube ich, einfach nur darüber gehen jetzt, ne? Die haben mir halt, die sind halt alle jetzt wieder da, ne? So, ja, da hinten ist doch der komische Ententempel. Dann gehen wir jetzt in den Ententempel rein. Genau, Quark, ich höre es schon quaken. So. Ich behalte den Safe Game 81 auf jeden Fall da. Weil das der Anfang von der Unterwelt ist. So. Welcher Idiot hat das gemacht? Gut, dann gehen wir jetzt hier durch. Hä? War da nicht irgendwo ein Durchgang? Okay. Habe ich hier euch alle schon gekillt oder was ist los? Ach, es geht ja noch weiter hoch, stimmt.
ist ja auch noch. Oder? Nee, hier ist nur eine Standharfe. Hier. Da ist er doch, der Goldene. Ja, vielen Dank. Kommt. Honk Ältester. Deine Göttin erwartet dich. Die findet es nicht toll, dass du den ihr Entenhaustier anbetest, ne? Runter mit dir. So. Befinden die sich eigentlich alle? Ach, in den großen Räumlichkeiten, die ich hier ausgelassen habe, oder was, ne? Nee. Hier befinden die sich. Kommt her! Ja, komm. La 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 la. War ein bisschen viel jetzt. Vielleicht doch ein bisschen viele. Wie komme ich jetzt nach oben? Ach so, ja. Hier. Okay, wir haben die Gans geholt. Alles klar, die goldene Gans. Ja, kommt, ihr könnt mal wieder zum Leben erweckt werden. So, was machst du? Leuchtfeuer. Hier, den. Zurückrufen. So, jetzt sind wir wieder im Himmel, ne? Was wollt ihr? Ah, wir haben euren Speer gefunden. Ich nehme an, es war nicht sehr leicht, ihn zu finden. Gut gemacht, hier ist eure Belohnung. Welchen Speer? Habe ich jetzt eine Waffe weniger? Was denn für ein Speer? Habe ich ihn wirklich gefunden? Ich habe überhaupt nichts gefunden. Warum habe ich denn den Speer gefunden? Loswerden. Was wollt ihr? Okay. Gut. Also dann haben wir jetzt zumindest mal diesen Speer auch. Keine Ahnung, warum ich den gefunden habe. Da bin ich gar nicht gewesen. Ich meine, hallo? Oh, und ich habe schon wieder 52.000. Ach so, der hat mir ordentlich Geld gegeben jetzt. So, dann gehen wir mal zu ihr. Und geben ihr mal die Gans, ne? Die haben wir doch auch mitgenommen. Da ist er doch, der goldene Honk. Ja. Da muss ich echt sehen, dass ich Geld mache, ne? Ich meine, ich habe jetzt 52.000. Dann werde ich ihn noch einmal upgraden. Dann kann er sich nämlich beim Händler Großmeister-Handelsfähigkeit holen.
Und dann kann ich die ganzen Gegenstände zum Selbstkostenpreis verkaufen. Seid gesegnet, meine Kinder. Wir haben den goldenen Honk gefunden. Wunderbar, als Belohnung werden wir euch 3 Fragen beantworten. So. Wer steht hinter Tamur Leng? Das kann ich nicht beantworten. Außerdem, woher wollt ihr wissen, dass er nicht aus eigenem Antrieb agiert? Wird es uns gelingen, Tamur Leng aufzuhalten? Wenn ihr beharrlich weitermacht, ja. Was hält die Zukunft für Shedian bereit? Wenn ihr erfolgreich seid, sehe ich eine Allianz der vereinten Clans. Aus der Ehe zwischen 2 Jarls wird eine Anführerin hervorgehen. Sie wird das Schwert ziehen und Königin über ganz Shedian werden. Was für ein Schwert? Welche beiden Jarls? Dies sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Danke für eure Zeit. Okay, damit haben wir nochmal ein bisschen Geld gemacht. Seid gesegnet, meine Kinder. Die Antworten haben sich nicht verändert. Okay. So, und was mit dir, Kron? Wer steht hier vor Kron? Gut, seid bloß vorsichtig, Sterbliche. Heilige Reliquie, ein Stück Knochen. So, jetzt haben wir das gemacht. Und was nun? Achso, natürlich. Erstmal wollten wir ja jetzt tut mir leid. Den hier noch einmal upgraden. Dass der nochmal Punkte kriegt und dann kann der im Handel nochmal sich verbessern. So. Sicherheitshalber abspeichern. Ich falle einmal runter und krieg echt Haue, ne? Sucht ihr Ausbildung? Ja. 13.000, jawohl. Okay. Du kannst jetzt... Handel auf 10 bringen, ne? So, und damit kannst du jetzt Handel Großmeister werden. Keine Ahnung, wo werde ich denn jetzt Handel Großmeister? Also hier jedenfalls nicht, ne? Wo werde ich Handel Großmeister? Welche Quests habe ich eigentlich noch offen? Für die Armee sind wir, ne? Ja gut, die Armee noch rüberführen, ne? Ich glaube, ich übernachte hier erstmal. Mischen die besten Drinks in ganz Aslagard. So, gib mir mal ein Zimmer. So, kann sich nämlich mal wieder schön erholen. So. Hat er nicht gesagt, dass es hier auch noch ein Quest gibt? Ja, vermutlich ist es auch nicht in Ordnung, ne? Egal. Es gibt ja auch sonst hier nichts zu tun. Aha.
So, lasst uns wieder raus. Nichts. Ich meine, da sind noch andere Gegenden, wo ich noch hin kann, ne? Wo ich noch nicht gewesen bin. Hier sind noch diese zwei. Das Badehaus ist da noch und dann ist da hinten noch diese. Hier ist noch diese andere Gegend. Keine Ahnung, was damit ist. Bevor ich jetzt noch irgendwas anderes mache, gucke ich doch erstmal lieber nochmal, was hier ist, ne? Das da, ne? Das zum Beispiel, genau. Tausend Terrors. Müssen wir da rein? Wer bist du? Ach, hier. Das war beinahe zu leicht. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Hey! Oh, scheint ja nicht besonders problematisch zu sein. Hier, komm, aber hier gibt's Geld. Und wahrscheinlich auch Erfahrungspunkte. Ach. Uiuiuiui. Okay. Und du noch? Oh. Geld, Geld. Weißen Trank. Ach, du bist wieder da. Okay. Noch ein roter. Oh, ein Ring und ein paar Handschuhe. Und ein echt geiler Gürtel. Ach. Der ist hier. Ach, ist hier in der Wand oben, an der Decke irgendwo. Oh. Da ist noch ein. Da ist er. Er war unter uns. Okay, gut. Jetzt.
Jetzt sind wir hier. Ja, Orbus, ist ja gut. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Ja, der Reptilienschreck. Reptilienschreck wird jetzt auch noch ausgemerzt hier. Komische Bosch-Auge. Nächstes Mal ein stärkeres schicken. Woll. Noch ein Gürtel. So geht das. Kommt man da in irgendwelche... Ich weiß ja immer noch nicht, was ich hier drin soll. Aber gut, ich gehe mal rein, ne? Ein Plattenpanzer. Eine Axt und ein Schild. Eine Truhe. Welcher Idiot hat das gemacht? Ein flammender Trank. Okay. So. Jetzt haben wir hier das gleiche. Eins. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Jawohl. Ein Wüstenschreck. Wir kriegen ihn trotzdem platt, oder? Siehst du? Platt ist platt. Und ein besonderer Superspeer. Komm. Ist hier noch irgendwo was? Ich sehe nichts. Ich muss
Magierauge ist ausgegangen. Oh, eine schwarze Truhe. Welcher Idiot hat das gemacht? Der Helm Fräs. Nimm ihn mal mit. Fällt mir ein. Wenn das schon so ist, kann das nur bedeuten, dass ich ganz schnell abspeichern sollte. Möchtet ihr fortfahren? Ja. Oh, ja. Dann dauert es nicht mehr lang. Dann ist nämlich ist Zeit zum Neustarten hier, ne? Der Helm Fräs, ne? Heilern und Priester. Nur von Heilern und Priestern genutzt werden. Wirkung plus 2 Licht, plus 2 Meditation. Plus 10 alle Resistenzen mit einem kompletten Satz. Okay. Der was für ein Stück Schrott. Sind aber auch nicht unbedingt so toll. Der Speer hier, der Permanenz. Okay, unzerstörbar. Loswerden. Was für ein Stück Schrott. Nochmal extra Rüstungsklasse hinzu. Mhm. Was für ein Stück Schrott. Oh. Dunkle Platte der Lebensflamme. Vierunddreißiger, Resistenz gegen geistige Magie, Resistenz gegen dunkle Magie, ich glaube, das könnte man bei ihm sogar sagen hier, statt die geistige nimmst du die dunkle Magie. Bastinett der Waffenkunde. Loswerden, was für ein Stück Schrott. 3100 der Krankheit, eine Sturmaxt. Die Sturmaxt ist Klinge, ne? Was für ein Stück Schrott. Oh, 12er Gürtel der Treffsicherheit. Ach, du hast den Handelsgürtel noch dran. Mhm. Ja, den kannst du mal ablegen. Du hast ja diesen Ausdauer. So, haben wir einen der Treffsicherheit, der Macht. Elementarer Magie. Der Treffsicherheit plus 15. Wo ist der jetzt hier? 30 der Treffsicherheit, jawohl. Kann der 15er Treffsicherheit weg? Die 30er Treffsicherheit bekommst du. Schön. Was für ein Stück Schrott. Also, das ist schon das Richtige. Loswerden, loswerden. Stab der Giftwolke. Loswerden. Loswerden. Was für ein Stück Schrott. Der Treffsicherheit 30 Bonuspunkte. Okay, ja, gut. Das ist immer noch. Ist trotzdem besser jetzt als das, was der hat. Du hast auch einen 12er Gürtel und du hast halt nur einen 7er Gürtel. So, jetzt haben die alle einen geilen Gürtel. Loswerden. Neuner Handschuhe, Diamantenring der Chimäre, fügt Geschwindigkeit 30 Bonuspunkte hinzu. Oho, wer ist denn langsam? Oh nein! Das war mir klar, das war mir jetzt klar. Ist okay, gut. Das war mir so klar, dass das jetzt passiert. Aber ich sag mal so, ich nutze das gerade, um eine Pause zu machen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn!